Jetzt heute besser. Kann nur besser werden. Nee. Noch so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm hier. Moin. Aber es geht schon richtig los heute Morgen. Da sind schon die richtigen zusammen. Ja, ja, ne? Hallo, Kumpel. Oh, hier kommt. Moin, Nörchen. Die wichtigste Person. Ja, hallo. Klaus Grede. Ja. Ja, Mensch, du. Ihr habt ja wieder richtig. Ja, du. Wir hoffen, dass das Wetter trocken bleibt. Gestern waren schon einige Baustellen noch zu löschen, aber das haben wir gelöscht, weil es da so gebrannt hat. Da wollte uns einer den Weg versperren, weil das ein Schotterweg ist. 400 Meter würden ihm gehören. Aber der hat gut mit sich reden lassen, alles kooperativ. Ja, wunderbare Fahrzeuge, die wir noch gar nicht sonst gesehen hatten. Ne? Ja, wir freuen uns, dass immer auch mal wieder andere Fahrzeuge dabei sind. Ein Cobra hier zum Beispiel, die 98, ganz heißes Gerät, hat er sich extra für diese Rallye gekauft. So, dann wollen wir mal sehen, dass wir noch ein Brötchen zwischen die Zähne kriegen. Ja, Egon, versuch doch, komm her, du musst deine Tasche noch haben. Ja. Auch so perfekt. Ja, wirklich. Ja. Schön, wir haben ja 7:45 Uhr Fahrrad. Genau, da komme ich mit dir mit. Und danach frühstückt ihr dann? Ich will kein Frühstück, danke. Ja, lieber Klaus, liebe Teilnehmer der Niederelbe Classics 2023, auch im Namen des Landkreises Stade darf ich alle ganz herzlich zu den Niederelbe Classics in diesem Jahr begrüßen. Ich habe wieder sehr gerne als Landrat die Schirmherrschaft für die diesjährige Rallye entsprechend übernommen und freue mich riesig darüber, dass wieder so viele Teilnehmer dabei sind. Klaus hat es gerade eben schon angesprochen, so früh wie noch nie ist entsprechend alles ausgebucht gewesen. Insgesamt sind jetzt heute 132 Teilnehmer am Start. Eine wirklich eindrucksvolle Zahl von vielen tollen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, aber eben auch vielen tollen Fahrzeugen, die heute dann bei uns im Landkreis Stade unterwegs sind. Und das freut mich eben ganz besonders, dass damit auch für viele Bürgerinnen und Bürger, für viele Zuschauer, die heute im Kreisgebiet das Ganze mitverfolgen, wirklich ein eindrucksvolles Bild da ist mit wunderbaren Fahrzeugen, mit tollen Autos. Und eben mit ganz vielen Menschen, die auch Spaß haben an dieser Rallye. Das ist wunderbar für diejenigen, die zuschauen. Aber ich baue eben auch darauf, dass für Sie und für euch alle es ein wunderbarer Tag werden wird. Der Start heute wirklich bei perfektem Wetter, aber eben auch durch eine wunderschöne Landschaft bei uns durch den Landkreis Stade. Mit vielen interessanten Punkten, die entsprechend angefahren werden können. Ja, so schön. Moin, moin, sagt man hier in Stade auch. Und ich bin den ganzen Tag unterwegs und werde das alles im Bild und Ton festhalten. Aber zunächst erst einmal gönne ich mir ein wunderbares Frühstück. Vive la France! Vive la France! Was habt ihr für eine Aufgabe? Was macht ihr? Ihr gebt den Stempel dann drauf. Genau, wir geben den Stempel drauf und müssen abhaken, welche Autos alle hier gewesen sind. Damit das nachher in die Wertung reinkommt. Aber ganz genau, so ist es. Dann wünsche ich viel Erfolg. Dankeschön. Warte. Ja, gleich einmal zum Test. Stempel. Wie Stempel meine? Stempel mit. So, das gesponserte Fahrzeug von Heinz Tietjen ist auch schon eingetrudelt. Da gibt es schon mal den ersten Stempel. Läuft alles gut im Moment? Ja, ne? Läuft alles, ja. Alles im Griff. Haben wir schon welche liegen gesehen? Es wird noch nicht bekannt geworden, also sollten noch alle auf dem Feld sein. Na, wunderbar. Die letzten starten auch noch. Ein wunderschönes Fahrzeug, das wir jetzt hier bewundern können. Schauen Sie, wie elegant das Fahrzeug kommt. Und da gibt es natürlich auch für einen Jaguar das immer Applaus. Wer so ein Auto fährt, der muss natürlich auch richtig viel Spaß haben. Gute Reise. Und dahinter gleich nochmal etwas ganz Besonderes. Das ist natürlich hier ein Fahrzeug vom Feinsten. Man muss davon ausgehen, dass hier das echt Luxus ist. Und hinten drin sitzt natürlich auch der Aufpasser.
wunderschönes Tier drin. Gute Reise! So, BMW, meine Damen und Herren, BMW, viele Jahre auf der Rundstrecke, in der Zweierklasse, der absolute Held, ja, unschlagbar waren sie. Und hier ist noch ein Rest davon, Überrollbügel, alles drin. Und wie war die Fahrt bis jetzt? Ja, ganz gut. Keine Probleme. Nur ein bisschen zu langsam, der wird mir zu warm. Oh, ja, gute Reise, Herr Stadtmann. Ja. Und da hinten ist das ein absoluter richtig schnell unterwegs nach Audi Quattro. Meine Damen und Herren, dieses Fahrzeug mit der Startnummer 15 hält einen unglaublichen Wert dar. Das ist eigentlich ein verkappter Rennwagen. Ein Freund von mir baut gerade neu einen auf und ich mache einfach mal gut. Alles super gegangen bis jetzt. Alles wunderbar. Das sind ja auch wertvolle Fahrzeuge. Ne? Sehr, sehr gut gebaut damals. Ja, es ist für den Rennsport gebaut und dementsprechend haben wir aber heute vor. Nicht im Rennsport steht. Gute Fahrt. Ja, wir haben extra alle Hände auf den gewartet. Sie sind nicht die Schnellsten, aber die Lustigsten. Gute Reise. Gute Fahrt. Lass uns hören, den Abschirmmodell. Gangster-Limousine mit braven Menschen drin. Das glaubst du aber auch nur. Aber geile Nummer. Geile Nummer. Alles gut gegangen? Super. Ja. Hab ich schon mal ein bisschen aus der Luft beobachtet. Du hast ja alles im Griff, ne? Ja, ich tue. Ich habe hier am Ackern wie in der Hafen. Ja. Aber was muss aber ich? Aber trotzdem im Griff. Ja, tolle Veranstaltung. Bis noch keine Beschwerden gehört. Ne? Nee. Alle zufrieden. Wie war es im ersten Dorf bei den Rocker? Volle Hütte, volle Hütte. Ganze, ganze Dorf war in Aufruhr. Und, ja, glaube ich. Ja. Da ist ja noch was los. Hat auch Spaß gemacht. Du hast doch wohl Ottendorf, oder was? Was? Ottendorf? Ja, Ottendorf. Oh, danke. Ja, ein bisschen Gehirnnahrung.
44. Das ist gut, ne? Jo! Ja, mit dem Auto ist das auch selbst gegangen, ne? Ja, du, warst du so? Ja, alles gut. So, und dann haben wir den Gewinner des heutigen Tages. Wollt ihr lieber stehen? Und zwar ist das die Nummer 132, der letzte Starter. Klaus! Da kommen sie. Parasol gespannt und Golf GTI. Wie aus dem Laden, die Kiste. So, stellt euch mal auf fürs Foto. Ja, wer macht jetzt die Fotos? Ja, Hendrik, willst du durch? Geh. Ganz schnell. So, einmal die Fotosession und die Pokale brauche ich auch noch. Ein Grußwort sprechen. Dann habe ich unseren prominenten Gast heute dabei, Jochi Klein. Jochi Klein überreicht die Pokale mit. Und wir fangen mit dem Grußwort der stellvertretenden Bürgermeisterin an, von der Hansestadt Stade. Vielen Dank. Nichts geht über spontane Grußworte, vor allem für die Menschen, die dabei sitzen bleiben dürfen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Oldtimer-Freunde und Freundinnen, es ist mir eine ganz, ganz große Ehre, heute hier als erste stellvertretende Bürgermeisterin Sie im Namen des Rates und der Verwaltung der Hansestadt Stade begrüßen zu dürfen. Ich hatte vor ein paar Jahren schon mal die Ehre, dabei sein zu dürfen. Ich glaube, das war während Corona, wo die Wagen alle auf dem Fischmarkt standen und wir haben ein paar Fotos mit dem Landrat gemacht. Das hat mir auch schon sehr gut gefallen. Ich bin nämlich bei uns zu Hause die Autos mag. Aber heute mal live dabei zu sein, war mir eine ganz große Ehre. Ich durfte jeden Fahrer persönlich begrüßen und die Bordkarte einsammeln. Ich glaube, den Satz, ich hätte gern die Bordkarte, vielen Dank, den sage ich morgen früh noch. Was für mich aber heute das größte Erlebnis war, ich durfte in dem Daytona mitfahren. Ich kriege das Lächeln immer noch nicht aus dem Gesicht. Von daher, also ich kann jeden verstehen, der so viel Spaß und Freude an diesen Autos hat. Und ich hoffe, dass wir Sie noch ganz, ganz, ganz häufig in der Hansestadt Stade begrüßen dürfen. Es wäre mir eine große Freude, wenn ich auch wieder dabei sein darf. Und ja, ich wünsche Ihnen allen und uns viel Spaß heute Abend und vor allen Dingen viel Spaß bei der Übergabe der Pokale. Vielen Dank. Kurzfristig hatte ich ungefähr 24 Seiten vorbereitet, hatte ja mein Auto jetzt liegen lassen, sodass ich versuchen muss, mich etwas kürzer zu fassen. Ich bin ja, wie die meisten gesehen haben, mitgefahren. Und da ich keinen Pokal gewonnen habe, glaube ich, kann ich das schon sagen, dass es eine ganz tolle Veranstaltung war, die der CCG da irgendwelche wieder hingelegt hat. In ganz vieler Hinsicht ein tolles Sportbuch, schöne Aufgaben, die ihr gemacht habt. Ihr habt auch es verstanden wieder, und ich weiß, dass das seit Jahren so ist, ich glaube 2007 und 2014 bin ich da schon mal mitgefahren, die Bevölkerung mit einzubinden, was auch zum Teil ein Verdienst der Politik ist, zum Teil auch der Sponsoren, die ihr einfach habt. Und ich will mich auch ganz, ganz herzlich bedanken bei all den guten Geistern, die dir, Klaus, geholfen haben, im Hintergrund und im Vordergrund heute als Stempelmänner. Und es gibt ganz, ganz wenige Veranstaltungen, die A, so viele Stempelkontrollen, die besetzt sind, haben und die B, über so viele Zuschauerzuspruch verfügen wie ihr. Von daher ist es für uns in Weser-Ems durchaus eine Vorzeigeveranstaltung. Und für Sie noch ein kleiner Tipp, Sie nehmen sich nächstes Jahr einen ganzen Tag frei und fahren mit irgendjemandem mit. Das kriegen wir garantiert. Und jetzt darf ich an Klaus wieder zurückgehen für die Übergabe der Pokale. Ich werde dann für die Weser-Ems-Pokale, komme ich natürlich nochmal vor, aber eure macht ihr. Wollen wir erst deine Weser-Ems-Pokale, können wir auch machen, oder? Können wir auch machen. So viel Zeit. Jochi, möchtest du noch ein Wort sagen?
Ja, ich habe ja schon viele Oldtimer-Rallys hinter mir. Letztes Jahr, dieses Jahr, die spektakulärste war natürlich die Olympia-Rallye. Aber ich habe gesehen, die Organisation war top hier. Es hat richtig Spaß gebracht. Und ich hoffe, ich bin irgendwann wieder dabei, vielleicht sogar als Teilnehmer. Ich bedanke mich. Der Jochi Klein und auch Egon Müller ist heute hier. Wir sind ein Jahrgang. Das muss wohl etwas Besonderes sein, was hier auf dem Weg. Gutes Jahr, wa? Ja. Da war noch einer in dem Jahrgang. Ja? Ja, ja. Wir sind zu dritt. Ja, eben. Ja. Ja, ja. Der siebte Platz ging an Rüdiger Knübel und Karl Ernst Mayer. Auf dem Platz 6. Als kleiner Ansporn mit 1,1 Fehlerpunkten. Jetzt wird es einfach mit dem König und Mieter unterscheiden. Ja, und den ersten Platz hat auch ein für mich alter Bekannter gewonnen mit dem Porsche 944 und er hat mir gerade eben auch erklärt, wo einer meiner Fehler lag. Ich habe ja nicht nur einen gemacht. Heiner Münnig und Hans-Heinrich Jülker auf einem Porsche 944. Ich weiß nicht, ob der irgendwo weggeblieben ist oder was. Der wollte auf den Lancia kommen. Er steht jetzt vor dem. Ja. Den ersten Platz hat Thomas Studders mit seiner Beifahrerin. Thomas Studders? Ja, hallo? Ja. Hallo, nicht gleich weglaufen. Es ist Pflicht. Da draußen wartet ein Fotograf vor dem Startbogen. Da muss jeder, der einen Pokal bekommt, muss da unten hin. Wer da nicht hinkommt, der wird unten abgefangen, wird sofort Pokal abgenommen. Michael, gesehen habe ich ihn schon. Den zweiten Platz hat Sebastian Hanke und Nora Weber. Bravo! Ah, da kommen sie ja. Den ersten Platz hat Andreas Raab und Wilfried Raab. Einer da? So, dann machen wir weiter mit A3. Den sechsten Platz hat Frank Drescher und Claudia Drescher. Bravo! Ja? Die sind nicht mehr da. Ja, auch gut. Und wir sind doch da! Wir sind da! Wir sind jetzt nur zwei Stunden. Ihr kriegt die anderen Pokale auch alle. Aber wir nehmen alle mit. Wir nehmen alle mit.
den dritten Platz. Das war der vierte. Das war so klasse. Schön da. Kommt mit Wasser. Dankeschön. Jori, klasse. Danke. Das sind absolute Neulinge. Ich finde das einfach toll und dann gleich den zweiten Platz. Das ist aber verdächtig. Florian, hast du gut bei der Beifahrerschulung zweimal aufgepasst? Doch super. Hi, erst nach unten Foto machen. Foto machen. Den ersten Platz hat Julia Kufus und André Schwarz. Danke. Also freut mich, Ladies. Ja.
Applauso, Applauso. Danke, danke. Michael, du warst ja eben ein paar Mal schon hier vorne. Jetzt komm bitte und bring deinen Fahrer mit. Charlie Speer. Platz 1 und Platte B2. Das war der dritte Platz, jawohl. Applaus. Halt, nach vorne gehen. Zweiter Platz, Thomas Schumacher und Stina Lin. Love is in you, every well of the road. Erster Platz, Ferdi Olb und Arno Wichmann. Dann das ist wiederum der dritte Platz. Zweiter Platz, Max Stieren und Leonie Stieren. Gütersloh, ich finde es schön, dass Nordrhein-Westfalen auch mal zum Norden kommt. Und Andreas Kinder. Das sind die Sieger! Jawohl! Und die Deckler. Dritter Platz, Rüdiger Zengel und Gerhard Ohlendorf. Daniel Vornhut und Tobias Vornhut. Thank you.
Erster Platz Heiner Münnig und Heinrich Zöcker. So gelernt, dass wir alle da bleiben, auch die kein Pokal haben. Mit der Zeit ändert sich vieles. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr wiedersehen dürfen, aber ich möchte noch mal ein Ehepaar begrüßen. Das ist V-Tech Stenzel, die kommen aus Hamar. Hamar, nicht Hameln. Die möchte ich gerne noch mal begrüßen. Ich habe die beiden mal in Dibbelsen auf einer Ausfahrt getroffen und die Frau fotografiert sehr gerne, die macht auch Tierfotos. Und habe sie darauf angesprochen, wir sind jetzt das erste Mal zur Niederelbe-Klasse gekommen. Die wollten nur Bilder machen, die wollen von mir kein Hotelzimmer haben, nichts, haben alles selbst bezahlt. Und nächstes Mal sind sie mitgefahren und ich finde das toll, dass ihr jedes Jahr wieder dabei seid. Letztes Jahr hat es vielleicht nicht ganz mit uns gepasst. Aber es gibt es ja mal, dass man auch mal andere Termine hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid.